So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Satisfactoria. Hier steht noch Early Access. Ja, ab morgen, den 10.09., wird es in die Version 1.0 übergehen. Das ist ein Grund, warum ich jetzt nochmal anfange, ein Let's Play aufzunehmen. Und hoffe, dass wir diesen Spielstand dann auch weiter nutzen können. Und ich würde sagen, auf geht's. Wir gehen in den nördlichen Wald und schauen uns das Ganze mal an. Auf geht's. Okay. Wir sollen halt auf einen neuen Planeten arbeiten, Produktionsketten aufbauen und ja, wer dieses Spiel noch nicht kennt, es ist ein sehr komplexes Spiel, ein sehr herausforderndes Spiel, was Produktionsmanagement und Aufbau, Ressourcenmanagement angeht. Und ich freue mich schon drauf auf die Version 1.0, die dann erstmal das finale Update rausgeben wird. Wir werden Ressourcen suchen und Fabriken aufbauen und ich hoffe, dass wir eine mega Fabrik hinkriegen, indem wir da alles reinlaufen lassen. Aber das werden wir sehen in der Staffel. Ich hoffe, dass alles einigermaßen gut passt. So, schauen wir uns das Intro noch an, für diejenigen, die das Spiel noch nicht so kennen. Okay, wir treten jetzt in die Atmosphäre an. Ein. Und finden unseren neuen Arbeitsplatz. Die Map habe ich bisher noch nicht gespielt. Bei der einen oder anderen Map habe ich ein bisschen Erfahrung sammeln können. Wir werden sehen, was uns erwartet. Wir werden erstmal schauen, dass wir irgendwo einen gescheiten Platz für unsere Basis finden. Wir brauchen also eine relativ gerade Fläche, finde ich, wo wir eine große Halle bauen können. Ja, wir können auch über mehrere Stockwerke bauen. Würde auch funktionieren. Aber ich hätte gerne eine gewisse Grundfläche. Und ein schöner Planet. Ja, der sieht doch schon nett aus, der Planet. So, das Spiel nimmt uns natürlich auch ein bisschen an die Hand. Das ist unsere Kapsel. Ava wird uns helfen, am Anfang ein bisschen was vom Spiel zu verstehen. So, virtueller Assistent. Also ich sammle schon mal ein paar Blätter und so ein, die brauchen wir für zum Verbrennen nachher. Während Eva euch noch ein bisschen was erklärt. So, wir sollen nämlich jetzt den Hub einsammeln. So, da haben wir den Hub. Dankeschön. Und wir sollten jetzt uns einen schönen Standort suchen. Ich weiß aber nicht, wo hier ein schöner Standort ist. Ich hoffe, wir finden relativ schnell einen. Das Wasser ist relativ fix, okay. Ja klar, da unten könnte man natürlich bauen, quasi über dieses, über das Wasser, über diese Ebene hinweg könnte man hingehen. Waren die Pflanzen hier, ja, du bist gar keine Pflanze, okay. Wollte gerade fragen, waren die lieb oder schlecht, ich weiß es gar nicht mehr. So, sehe ich denn irgendwo auf Anhieb Ressourcen, dass wir nicht so weit laufen müssen.
Was ist denn hier für ein komisches Loch? Achso, das Wasserfluss. Ich könnte auch um den Stein hier drumherum bauen, aber der Stein wird mich jedes Mal stören, glaube ich. Hätte gern. Was ist denn da oben? Direkt am Wasser. Ich meine, das Wasser spielt für uns keine Rolle, sieht halt nur schön aus. Und wir haben da vorne Ressourcen. Wir haben da Ressourcen, da vorne. Dann würde ich doch direkt hier bauen wollen. Wir haben hier ein bisschen Platz. Da hinten sind auch Ressourcen. Gehen wir ein bisschen was hier rüber noch. Ich glaube, das ist so ziemlich der Platz, wo viele anfangen. Wir gehen auch hier rein. Und müssen jetzt mal gucken. Wie war das? So, Hinweis, Tutorials, E-Mails. Drücke O, um einen Index zu öffnen. Da haben wir die Posteingänge, die Tutorials. Und die Montage haben wir gemacht. Die Rezepte, die wir im Moment da haben, das ist nicht wirklich viel. Second objective. So, unsere Waffe zum Note. According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Zum Arbeiten. Kann ich die Abteile in die Hand nehmen? Nein, kann ich nicht. So. Könnten jetzt aber schon mal mit V scannen, brauche ich aber gerade nicht, weil ich ja sehe, dass da vorne Material ist. Ich sehe aber auch, dass da vorne einer ist, der uns nerven wird. Oh, das ist nur einer. Wo ist er? Ist egal, wir holen uns das erste Erz erstmal. Was wir brauchen. Nein, du lässt das, mein Freund. Oh. Treffe ich nicht. So, das sind nämlich auch Sachen, die wir später erforschen können. Und jetzt können wir endlich unseren Hub bauen. Ich glaube, den setzen wir einfach mal. Moment, das Material kommt von da. Wir gehen ein bisschen weiter rüber. Den setzen wir hier hin. Den Newton Hub. So, Eisenbahn können wir bauen. Weil wir schon ein bisschen Eisen gesammelt haben. So, am Anfang können wir relativ schnell upgraden. So, hier wird uns erzählt, was wir als nächstes brauchen für den Meilenstein. Das sind nur ein paar Eisenrohre. Dann können wir nämlich den Miner bauen. Dann bauen wir schnell mal die Eisenrohre. Und bauen wir ein paar mehr, ist nicht schlimm, weil für einen Miner bauen wir gleich auch welche und werden das erste Update direkt ausführen. Ja, Eisenrohre rein, Hub verbessern, Dankeschön. So, lass uns noch die Eisenplatten machen. Wir werden dann gleich den Miner machen. Noch müssen wir hier viel per Hand machen, später geht alles automatisch natürlich. Congratulations. So, wir können jetzt die Werkbank bauen und die Ausrüstungswerkbank. Wir brauchen die Ausrüstungswerkbank, heißt wir brauchen 6 Platten. Die kriegen wir auch hin. So, dann hauen wir das jetzt mal hier irgendwo an. Den hier einfach mal so angrenzend. So, und hier könnten wir jetzt unseren Miner bauen. Dafür brauchen wir aber nochmal schnell ein bisschen Eisen. Wir holen uns nochmal ein bisschen Eisen da drüben.
Dann können wir den elektrischen Miner bauen und dann haben wir schon einer der ersten Steps quasi erledigt. Und später wird das eine riesengroße Sache hier. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen mehr mit. So. Das muss reichen. Wir werden die Fabrik hier über 2-3 Etagen bauen müssen. Das ist der Plan. Achso, wir brauchen ja erstmal wieder. Ja. Erstmal wieder Eisenbahn. Damit wir Platten und Stangen machen können. So, wir setzen direkt 2 Miner an, würde ich sagen. Macht am meisten Sinn. Weil wir haben da 2 Felder, beziehungsweise wir haben 3 Eisenfelder auf jeden Fall schon mal gesehen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, morgen kommt der offizielle Release, die Version 1.0 raus. Deswegen fangen wir das Ganze hier nochmal komplett von neu an. Ich gehe davon aus, dass wir den Spielstand übernehmen können. Ja, komm, wir können auch 4 Miner direkt machen, ist egal. Dass wir den Spielstand komplett übernehmen können, gehe ich mal von aus. Deswegen fangen wir heute damit an. Wie wäre das nochmal mit den Ausrüsten? Gleich mal gucken. Man konnte die irgendwo in die Leiste ziehen. Wie war das? Das habe ich jetzt wieder vergessen. Nee, du sollst nicht per Hand abbauen. Wir konnten die so in die Hand nehmen. Okay. Dann machen wir es erstmal so. Wir lassen unseren Freund arbeiten. Die arbeiten ja autark. Heißt, die holen uns jetzt schön Material raus. Und wir können direkt mal schauen, was der nächste Step ist. Das Gebüsch hier stört mich. Ich will freie Sicht haben. Es wird später sowieso alles mit Industrie vollgepflanzt. Ja, wir haben jetzt eine Kiste. Da können wir auch ein paar Sachen reintun. Wir legen noch die 2 Miner da rein. Dass wir die nicht mit rumschleppen. Und fürs nächste Update brauchen wir Eisenstangen und Dings. Dann können wir den Schmelzofen machen, die Stromleitungen. Okay. Man kann es auch so vormarkieren, dann bleibt es hier oben drin. Und dann können wir jetzt einfach sagen, okay, wir kloppen jetzt ein paar Eisenbahnen. Und wenn wir die fertig haben, wir sehen ja, was wir oben brauchen. 20 Stangen und 10 Platten. Dann machen wir schnell das nächste Upgrade. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die neue Version. Ich weiß, dass es im Endlevel dann produktionstechnisch neue Sachen geben wird. Und es könnte halt sehr interessant werden. So, Eisenstangen. Brauchen wir noch ein paar. So, fürs nächste Upgrade. Geht am Anfang relativ schnell mit den Upgrades. Später braucht ihr relativ spezielle Sachen. Haben wir hier 2 Eisenstangen. Und dann wird das Ganze wieder wesentlich komplexer und interessanter. Weil ihr dann richtige Produktionsstraßen bauen müsst. Sonst wird es nicht funktionieren. So, jetzt haben wir auch ein Dach über dem Kopf. Sehr schön. So, wir haben jetzt den Schmelzofen, der allerdings auch mit Strom verbraucht versorgt werden muss. Für den brauchen wir Kupfer jetzt. Also was wir schon mal machen können, sind die Eisenbahnen, dass wir die fertig machen. Und dann müssen wir Kupfer suchen. Ohne Kupfer kommen wir
an der Stelle schon nicht weiter. Das heißt, ich würde die Miners mitnehmen. Und über V, wenn wir es drücken, können wir Kupfer und Eisenerz schon suchen, weil wir das hier entdeckt haben. Da hinten 200 Meter ist Kupfer. Ne, ist Eisenerz, ne? Ne, Kupfer haben wir ausgewählt. Quatsch. Okay. Dann gehen wir uns Kupfer holen. Wir müssen nur dann denken, dass wir die Miner im Moment noch per Hand leer machen. Sonst funktioniert das nicht. Da ist es Kupfer. Wo? Da. Jetzt habe ich das Ding nicht in der Hand. Warte, 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 warte. Warum habe ich den Elektroschocker nicht in der Hand? Komm her, mein Freund. Das machst du nicht nochmal mit mir. Oder vielleicht doch. Was ich gerade nicht sehe. Da bist du. So. Hallo, ich will den sein Zeug erstmal nehmen. Die Überreste. Okay. Und jetzt können wir weiter Kupfer abbauen. Jetzt haben wir erstmal Ruhe vor dem Freund. So, einmal der Miner. Der versorgt sich sehr wahrscheinlich über Solarzellen oder was auch immer für eine Energie. Funktioniert auf jeden Fall. So, komm. Wollte schon sagen, hol mal Kupfer raus. Wir brauchen die Drähte allein schon. Damit wir da mit der Schmelze weiterkommen. Okay, wer kann jetzt weitermachen? Also wir liegen genau zwischen den zwei Sachen, die wir brauchen. Erstmal Kupfer und Eisen. Haben hier eine gute Fläche, wo wir bauen können. Eine schöne gerade Fläche, wo man auch hochbauen könnte, theoretisch. Später gibt es sowas wie Energieschnecken, die halt Upgrades geben und. So, machen wir erstmal Kupferbahn. Weil die brauchen wir. So, ich lasse nochmal gucken, was wir jetzt als erstes den Schmelzofen. 8x Draht. Kriegen wir hin. Ein paar Eisenstangen kriegen wir auch hin. So, da wir Draht gleich mehr brauchen, weil wir Kabel erzeugen müssen, haben wir das auch schon mal fertig. Nehmen unseren Schmelzofen da rein. Moment. Er soll erstmal Eisen schmelzen. So, er soll mir erstmal Eisen. Können sogar zwei machen. Werden wir später, haben wir es falsch rum gemacht? Ja. Werden wir später alles umbauen müssen. Sobald wir hier etwas fortschrittlicher sind. So, Strom. Wir brauchen Stromleitungen. Dafür brauchen wir die Kabel. Wie gesagt, die müssen wir noch schnell machen. Dafür brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Kupfer. Beziehungsweise Draht. So, dann werden wir die noch anschließen, die Schmelzen. Das kriegen wir hin. Jetzt haben wir unten bei der 2 haben wir die Stromleitung drin liegen. Da ist der Generator. Zack, haben wir angeschlossen. Ich glaube, 2 konnte ich anschließen, oder? Aber wir können keinen Mast bauen, ne? Okay, dann ist die eine jetzt erstmal egal. So, konfigurieren mit der Biomasse. Wir haben im Moment nur dieses blöde Zeug hier, diese blöde Blätter, die nicht viel bringen.
Aber wir können jetzt sagen, ey, mach uns doch bitte Eisenbahn. Das haben wir auch als erstes da rein, weil wir hier bei 100 schon sind. Also die quasi fertig sind. Bauen wir uns schnell die Eisenbahn rein. Legen die per Hand jetzt rein. So, kann auch immer nur 100 nehmen. Er macht uns jetzt die Eisenbahn. Das heißt, wir haben da erstmal kein großes Problem. Was wir bräuchten, sind jetzt die Mäste. Im nächsten Level, hier vorne, Mästen und Constructor. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Eisenplatten. Wir könnten nicht selber noch Eisenbahnen machen, aber wir sind ja faul. Gehen einfach hin. Nehmen uns hier schon mal ein paar raus. Die müssen wir jetzt so per Hand kloppen. Leider, leider, leider. Das ist am Anfang ein bisschen nervig. Aber geht ja darum, dass man auch den Fortschritt hier sieht und mitbekommt, ne? Dann ist das leider so. So, was brauchen wir? Wir markieren es mal als Meilenstein auswählen. Draht brauchen wir übrigens auch, sehe ich gerade. Das heißt, wir können auch Kupferbahn ein bisschen. 20 Draht, das geht schnell. Das kriegen wir hin. So, machen wir 20 mal Draht raus. Dann brauchen wir noch ein paar Platten. So, der läuft. Hier wieder ein bisschen nachfüttern. Ups. So, Platten brauchen wir 8 Stück noch. Und Stangen brauchen wir auch noch ein paar. Und damit können wir jetzt gleich Strommäste machen. So, wunderbar. Und die sind immens wichtig dafür, dass wir hier einen Strommast hinsetzen als Verteiler quasi, ne? Jetzt habe ich vergessen zu gucken, was wir brauchen. Wir brauchen Draht und wir brauchen Beton. Ja. Das ist ein Problem. Wir müssen jetzt noch Beton suchen. Kalkstein. Oh, ist auch da hinten. Okay, ist gar nicht so weit weg. Obwohl, ist das da oben? Dann müssen wir von da oben später runterbauen. Ja. Hier ist der Kalkstein. Kein Freund hier, der uns nervt. Nee, anscheinend nicht. So, auch da können wir später einen Bohrer einsetzen. Aber ich glaube, den können wir jetzt doch schon. Hab da noch einen, ne? Ja. So, der holt uns jetzt Kalkstein raus. Daraus können wir Beton machen für den Betonpfeiler. Komm, mein Freund, leg los. Für den Betonpfeiler, den wir dann für den Strommast benötigen, um den zweiten Schmelzer anzubauen. Den wir dann für Kupfer nehmen werden. Weiß nicht, wie viel Beton wir, glaube ich, brauchen. Wie viel der produziert. Und wir haben einen Constructor. Das heißt, wir können den Constructor sagen, bitte mach uns halt Platten oder Beton oder was auch immer. So, ich hoffe, das reicht. Nehmen wir mal ein paar Pflanzen mit zum... Ah, aufladen! Autsch. So, da werden wir jetzt nämlich Beton machen müssen. 14 Beton. Jeweils 3 verbrauchen wir. Okay. Okay, 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 okay. Kriegen wir hin. Schrauben kommt später auch noch. Dann möchte ich erstmal den Strommast haben. Draht brauchen wir. Okay. Haben wir noch kein Draht gemacht.
Ah, oh, jetzt habe ich da draus. Ja. Nicht aufgepasst, direkt wieder Kabel gemacht. Brauchen wir auch. Wir sollten erstmal mit Draht arbeiten. So. Jawohl. Ein Strommast. Setzen wir direkt hier hin. Eine Leitung von da. Komme ich hier, glaube ich, nicht dran, ne? Wir hier nur einen haben. Müssen wir die Leitung später da wegnehmen. Einmal eine Leitung von da nach da. Leitung wegnehmen war mit F. So, Leitung markiert, Leitung weg. So, und schon haben wir unsere zwei Freunde da dran. Passt. Gucken gerade mal. Ja, der verbraucht natürlich ordentlich Blätter. So, wir produzieren 8 Megawatt und 0,2 brauchen wir. Also können jetzt hier weiter das Eisenerz reintun. Hier sagen wir, macht uns bitte Kupferbahn. Hauen Kupfererz da rein. Gehen mal kurz das Zeug einsammeln. Befüllen die noch schnell, damit die hier weitermachen. Und wenn wir das haben, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Also wir versuchen hier was Großes zu machen. Bleibt gerne dran. Und lasst auch gerne, wenn euch sowas gefällt, ein Abo und Like da. Würde mich freuen, wenn der Kanal in Schwung käme. Das wäre recht cool. Hier mussten wir, glaube ich, rüber, ne? Da. Darum war's. Das wäre recht cool. Und ich könnte solche Projekte wie hier, neben unseren Fun-Simulationen, die wir auf dem Kanal haben, natürlich auch weiter betreiben. So, das nehmen wir mit rüber. Genau. So ist es. Und in diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Krausi. Tschüss, tschüss.